Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt mal wieder auf meinem Kanal. Timberborn werden wir heute mal zusammen anspielen, was ja im Rahmen des, glaube ich, des Steam Gaming Festivals oder Game Festivals veröffentlicht worden ist, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine spielbare Demo zu Timberborn, ein kleines Städteaufbau-Simulationsspiel. Und ich würde mal sagen, wir starten mal direkt gleich durch. Ja, wie gesagt, es ist ein Städteaufbauspiel, wie man das all so kennt, also so üblicherweise kennt. Ich glaube, man fängt hier erstmal an und kann sich erstmal ein kleines Völkchen erstmal aussuchen. Ich glaube, die kann man sich aber noch gar nicht. Ne, hier steht ja auch nicht next. Not available in this demo, ne? Ist, glaube ich, klar. Also nehmen wir erstmal die Beavers of Demoria. Und, ja gut, die Map, dann nehmen wir erstmal Recumbent. Nehmen wir auch erstmal den Standard. Canyon könnte man jetzt auch noch nehmen, aber wir nehmen erstmal Recumbent. Ich glaube, das ist auch maßgeblich für das Tutorial. Und, ja, man sieht das hier schon ein bisschen im Hintergrund. Was ist die Thematik? Wir spielen Biber. Ein Völkchen von Bibern und die natürlich, die natürlich dann ihre Bäumchen fällen, die ihre eigene kleine Stadt aufbauen und naja, auch hier gilt es natürlich, wie eigentlich bei allen solchen Aufbauspielen, eigentlich geht es halt darum, das Völkchen weiterzuentwickeln, das Völkchen zu ernähren, Nachkommen zu schaffen, denke ich mal. So, und dann sind wir auch schon im Spiel. Das Spiel ist noch komplett auf Englisch. Aber ich lässt sich, finde ich, noch so gerade noch so einigermaßen vernünftig auf Englisch spielen, wie ich finde. So, wir spielen das Tutorial. Ist nicht besonders lang, das Tutorial. Ich gehe mal kurz auf Null, wenn wir das erstmal so ein bisschen durchgehen können, das gesamte Spiel. Zumindest das, was ich mir bis jetzt schon mal so angeguckt habe. So sieht auf jeden Fall die Optik aus. Wir können mal ein bisschen ranzoomen. Da sehen wir die ganzen kleinen knuffigen Biber hier. Und ja, das Tutorial. Wobei, wir gehen noch nicht das Tutorial durch, sondern wir gucken uns erstmal das HUD an. Auch hier, wie gesagt, also ich sag mal, das meiste hat man schon mal in anderen Spielen irgendwo gesehen, also von daher ist es, glaube ich, relativ leicht erklärt. Employment, ne, das heißt, wir haben jetzt drei Joblose, wir haben welche in der Builder's Hut und der Lumberjack Flag. Builder's Hut, das sind zwei von vier, das heißt, wir haben zwei Baubiber, sage ich mal, und wir haben zwei Biber, die halt Bäume fällen. Und arbeitslos sind drei weitere Biber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, insgesamt haben wir 11 Biber. Average Well-Being, das ist, denke ich mal, so ein Level von der Wellness, also ich meine von der Zufriedenheit. Goals ist leider noch nicht in der Demo noch nicht mehr drin. Okay, dann gibt es natürlich die Materials. Explosives gibt es hier auch, okay. Materials, 15 Holz haben wir anscheinend da, 130 Food essen. Wasser haben wir da, Science haben wir da. Natürlich die Spielgeschwindigkeit, dann haben wir hier auch natürlich einen Tag-Nacht-Zyklus, wobei man natürlich die Arbeitsstunden auch nochmal anscheinend entsprechend anpassen kann. Wir lassen uns das mal alles auf Standard. No Market Tree in Range, Beaver has no job. Okay, das sind natürlich dann so, also diese ganzen Hinweise, hey, da und da stimmt was nicht. Und hier haben wir natürlich so wie gewohnt eigentlich auch immer so die Bauleiste. Dann können wir auch einmal komplett durchgehen. Das ist mal der Mauszeiger. Dann haben wir Manage Tree Cutting Areas. Damit können wir halt Areale freischalten oder definieren, wo wir letztendlich Bäume fällen wollen. Dann haben wir noch Plant Crops, also, ne, also wo wir halt Pflanzen dementsprechend pflanzen können. Plant Trees and Bushes. Das heißt, hier kann man dann eben entsprechend die Bäume pflanzen und auch Büsche kann man hier pflanzen. Das Ganze kann man auch wieder auseinandernehmen mit Demolish. Dann hier Paths. And Structures, ne? Also hier kann man Strukturen und Wege kann man hier bauen, Landscaping, hier kann man dementsprechend die Umgebung so ein bisschen anpassen. Storage ist klar, Lagerfläche haben wir da, Builders Flag und Holding Post, Labore, ne, Labore nicht, aber eher so, ne, Buildings Flags, hier kann man dann dementsprechend dann die Biber ausbilden, oder was heißt ausbilden, definieren. Ich klicke hier mal rauf. So ist, das ist zum Beispiel das Lumberjack Flag, sieht das halt so aus, das ist halt so diese, ja wie soll ich sagen, so eine Tätigkeitenflagge. Hier könnt ihr also, wenn ihr die baut, dann könnt ihr definieren, so welche Biber sollen jetzt da arbeiten. Ja, dafür sind die halt da und das gilt auch für alle anderen Arbeiten letztendlich. So, dann gibt es hier natürlich noch ein paar Häuser, einmal mit und ohne Fenster, dann Wasser, das müssen wir gleich mit als erstes bauen. Da gibt es die Wasserpumpen, es gibt die Wassertanks. Haben wir hier vorne eigentlich auch geguckt, worum es hier geht? Ja gut, wir haben eine Logpile, gibt es hier. Small Warehouse, ne? Also ein kleines Warenhaus oder ein kleines Lagerhaus. Dann gibt es ja hier mit die Lagerfläche für die Logs, also für die Baumstämme.
Landscaping haben wir auch noch nicht reingeguckt. Hier kann man zum Beispiel einen Damm bauen. Hier ist noch einiges noch entsprechend gesperrt. Dafür bräuchten wir nachher wiederum ein Labor oder eine Forschungsstation, wo wir solche Sachen nachher entsprechend freischalten oder freikaufen können. Und hier gibt es natürlich dann auch sowas, ne? Wie in so einen schönen kleinen Schmutzpfad oder natürlich Treppen gibt es hier, Plattformen gibt es hier und so weiter und so fort. Das Besondere, glaube ich, hier ist, dass man auch über mehrere Stockwerke bauen kann. Ich weiß nicht, ob man das hier bei Housing sieht. Seht ihr ja hier in dem Fenster unten in gelb markiert Solid steht da. Other buildings can be built on its top. Ne? Also wir könnten auch in die Höhe bauen. Das ist natürlich da schon mal ganz interessant. Da kann man also ein bisschen rumtricksen. Food haben wir natürlich dann auch. Gatherer, Food Employees, Gatherers who gather berries. Das heißt, wir müssen sowas zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine Flagge, die wir bauen müssen. Entschuldigung. Um jetzt zum Beispiel Bären einzusammeln. Na, also es gibt halt diese ganzen Flaggen, die brauchen wir im Prinzip, oder diese Stationen brauchen wir halt, um bestimmte Arbeiten tätigen zu können. Da gibt es hier einen Farm, da gibt es einen Grill, wo wir halt dann die Kartoffeln zum Beispiel grillen können. Grill the potatoes, satisfies hunger. Also wir müssen dann so sehen, dass wir dann gegrillte Kartoffeln herstellen. Und ja. Was steht da noch? Crafts 4-mal grilled potato from one potato. Ach so. Aus einer normalen Kartoffel kriegen wir 4 gegrillte Kartoffeln raus. Naja, okay, das ist auch nicht schlecht. Woodworking haben wir hier, dann Lumberjack Flag, das ist das, was wir hier schon grün markiert haben quasi. Es gibt einen Carpenter, das heißt, wir können aus den Holzstämmen noch Planken herstellen. Dann gibt es noch diverse andere Sachen. Ne? Gear Workshop habe ich mir jetzt noch alles noch nicht so richtig mit angeguckt. Paper from One Log, also da können wir noch irgendwie Papier noch herstellen und so weiter und so fort. Kann man sich alles mal geben, aber es ist sowieso alles in der Demo. Ich weiß gar nicht, ob es in der Demo schon vorhanden ist. Ich denke mal schon. Dann haben wir hier noch Waterwheel. Da können wir zum Beispiel mit dem Wasser können wir auch Strom herstellen anscheinend. Den anderen Kram habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so angeguckt. Chef Turn, ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist denn das überhaupt? Ach so, das ist so ein Zahnrad. Alles klar, hier kann man also noch so eine Steuerung noch mit einbauen. Das ist ja auch interessant, okay. Habe ich mir jetzt bis jetzt auch noch nicht angeguckt. Ja, dann haben wir hier Inventors Hut. Generates Science Points. Das ist nämlich dann der Punkt, wo wir dann eben halt um die Wissenschaft im Alt aufbauen, die Wissenschaftspunkte generieren. Damit können wir natürlich die anderen Sachen freischalten. Leisure, das ist ein Campfire. Ne? Dort haben wir so eine kleine Gemeinschaft, so ein Gemeinschaftsfeuer. Dekoration darf natürlich auch nicht fehlen. Das machen wir ganz zum Schluss. Also Dekoration ist immer sowas von unwichtig. Und dann gibt es noch Monumente. Laborer Monument. Ich weiß nicht. Achso, gibt es nicht in der Demo. Achso, habe ich das. Can't unlock. Nee, will ich auch nicht unlocken. Ich dachte, man könnte sich das schon mal irgendwie angucken. Nee, kann man nicht. Okay, das wäre dann erstmal jetzt so das grobe Menü. Cycle 1, ne, Day 1, das heißt Zyklus 1, Tag 1, Wet Season. Ich denke mal, da gibt es dann eben halt auch verschiedene, da gibt es eben halt auch trockene und feuchte Jahreszeiten. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt schon in der Demo implementiert ist. Ein bisschen was kann man natürlich machen. Was ist das denn hier? Sind das alte Häuser? Das ist Metall, ne? Spielen wir etwa so in der Zukunft, wo die Biber die Weltherrschaft übernommen haben und es die Menschen nicht mehr gibt? Ist das so? Na gut, egal. Gucken wir uns erstmal weiter das Spiel an. So, wir spielen das Tutorial. Everything Thriving. Weiß ich nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Wir sollen Logpile bauen und wir sollen Bäume markieren zum Fällen. Das heißt, wir machen erstmal Logpile. Das war, glaube ich, Storage, ne? Ja, Logpile machen wir hier. Dann drehen wir das Ganze mal. Könnten wir natürlich, warte mal, wir bauen das, glaube ich, mal ein bisschen näher an die Bäume ran. Dann müssen die so weit laufen. Und dann machen wir erstmal die normale Geschwindigkeit. Oder wir machen mal dreifache Geschwindigkeit, ist auch in Ordnung. So, und Mark Trees for Cutting. Ist auch einfach, Manage Tree Cutting Areas. Markieren wir hier, dann sagen wir hier Mark Tree Cutting Areas. Einmal alles markieren. Ich markiere einfach mal alles, wir brauchen sowieso alles. Einfach mal alles markieren. So, einfach mal alles wegholzen hier. So. So, jetzt müssen uns eigentlich die beiden Biber. Ach, die sind schon in Gange. Geil. Die sind schon in Gange. Fällen schon die Bäume. Lagern da alles ein. Und hier kommen nachher die Biber und holen sich nachher das Holz ab und bauen dann weiter. Wir haben das schon fertig gemacht. Ich mache mal wieder auf 1, damit das nicht so schnell läuft. So, muss ich aber husten. So, Build Water Pump und Gatherer Flag. Das heißt, wir machen erstmal eine Wasserpumpe. Wasserpumpe. Water Pump. Die müssen wir irgendwo hier bauen. Ja, ich glaube, ich baue die mal
hier hin oder da? Ich baue die mal hier so ein bisschen in die Ecke. Oder bauen wir die hier? Ich baue die mal hier hin, dann können wir gleich noch einen geraden Weg bauen. So, Gatherer Flag. Okay. Gatherer Flag, das war Food, ne? War das? Gatherer Flag, genau. Employees, Gatherers who gather berries. Extend its range by building paths. Na, also wir sollen hier Wege bauen, um das halt die Range zu erhöhen. Man sieht das dann eben halt auch, ne? Wenn wir diese Flagge setzen, sieht man ja diese weiße Umrandung, in der ist wohl der Tätigkeitsbereich. Ich setze die mal hier hin. Ich setze die mal hier hin und dann machen wir noch ein paar Paths, also ein paar Pfade. Machen wir die mal hier so rüber. Das können wir auch, wollen wir das hier so runtersetzen? Ich würde eigentlich, hätte ganz gerne so einen geraden Weg. So. So. Ja, okay. Dass wir so ein bisschen geraden Weg haben und hier brauchen wir auch einen geraden Weg. So. So. Da haben die Bauarbeiter ja eine ganze Menge zu tun. Wir gehen mal wieder auf dreifach. Auf dreifach Geschwindigkeit. Ja, und da seht ihr dann, hier werden die Bäume gefällt, dementsprechend eingelagert. Dann kommen die Baumeister sozusagen und bauen erstmal den ganzen Schmodder. Das dauert natürlich alles erstmal ein bisschen. Ich gehe mal auf 7. Das ist, dass man sich noch ein bisschen was tut. Wir haben natürlich eine ganze Menge jetzt gebaut. So, Tutorial, das haben wir schon fertig. Build a small water tank in the center of your village. You will make it easier. Easier to beavers to quench their thirst. Also wir sollen uns einen Wassertank sollen wir uns hinbauen, damit das die Biber ein bisschen einfacher haben, sich zu betrinken, sozusagen. Na, also damit sie halt was trinken können, damit wir so ein zentrales Lager haben. Bauen wir auch nochmal alles, machen wir alles fertig. So. Die Baubiber sind dann natürlich fleißig unterwegs. Ja, der Weg ist natürlich dafür wichtig, dass sich Biber ist ja auch nicht verkehrt, das ist halt die englische Version, dass sich die Biber halt schneller bewegen können. Na, dafür ist es halt eigentlich da. Was wir noch nebenbei noch machen können, wir können Science, wir können hier das nochmal ein bisschen bauen. Was wir auch gleich nochmal machen sollten, will ich gerade mal, ob wir hier noch ein bisschen, nee, warte mal, ich baue da schon mal das hin. Und was wir vielleicht auch nochmal machen sollten, Housing, Storage, Landscaping, wo war denn das noch? Hier, Farmhaus sollten wir auch mal schleunigst bauen, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Das können wir eigentlich auch hier gleich setzen, ne? Wollen wir es hier gleich setzen? Direkt die Farm da vorne hinsetzen? Farm ist ein bisschen, oder? Warte mal, ich werde das glaube ich mal anders. Ich werde das glaube ich mal hier hinbauen. Ich weiß es nicht. So vielleicht. Vielleicht sollten wir den Bereich aber auch so ein bisschen frei halten. Gerade so ein bisschen unschlüssig. Ja gut, dann bauen wir den sonst mal hier hin. So, bauen wir das hier mal hin. Ich mache das mal ein bisschen langsamer, weil ich habe die Erfahrung gemacht, im ersten Spieldurchgang habe ich ein bisschen rumexperimentiert, mal zu gucken, wie sich das Spiel überhaupt spielt. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Problem, dass mir die ganzen Biber verhungert sind, weil wir nicht rechtzeitig genug hier gebaut haben. So, Storage. Food. Wo war denn das noch? Hier, genau. Plant Crops. Da können wir einmal Carrots machen. Potatoes können wir machen. Hier war, glaube ich, der Eingangsbereich. Dann machen wir sonst hier erstmal ein bisschen was. 3. Machen wir erstmal hier ein bisschen was fertig. So, machen wir ein bisschen Gas. So. Water Tank haben wir auch gemacht. Build Dirt Path, also wir haben die Pfade haben wir auch gemacht. The beavers should now survive for a while. You can start thinking about building farms, producing power and generating science points. Good luck. Na, also wir haben das Tutorial jetzt schon abgeschlossen. Was jetzt passiert ist, dass die ganzen Biber hier Wasser reinfüllen. Hier bauen wir uns eine Farm. Hier werden wir gleich Kartoffeln anpflanzen. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Wachszeit natürlich, ist ganz klar. Und wir müssen noch Häuser bauen. Ihr seht, die ganzen kleinen süßen Biber, die schlafen alle draußen. Und die müssen natürlich Häuser bauen. Ich denke mal, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir vielleicht, weil es gibt nämlich auch hier, ihr seht es ja, has grown up. Das heißt, hier können auch die Biber, die Kinderbiber, die können halt erwachsen werden. Es können eben halt auch erwachsene Biber können nachher auch sterben.
Ja, das heißt, wir müssen eben halt auch sehen, dass wir, denke ich mal, Häuser bauen, damit die Biber sich so ein bisschen vergnügen können und dementsprechend Nachwuchs zeugen können. Da sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen beigehen. Und hier produzieren wir jetzt gerade Science Points. Generates dreimal Science Points pro Tag, schätze ich mal. Oder pro Zyklus. Nee, pro Zyklus, ne? Pro Crafting-Prozess. Immer 3 Punkte. Es gibt immer 3 Punkte pro Crafting-Prozess. 15 Punkte haben wir schon. Bisschen was zu essen geht natürlich runter. Also da müssen wir ein bisschen Gas geben. Vielleicht sollten wir noch ein paar mehr Potatoes vielleicht nochmal anpflanzen. Plant Crops. Wir können auch nochmal Carrots machen. Satisfies Hunger. Must be in range of farmhouse. One potato. Ich pack hier sonst nochmal ein paar hin. Und da nochmal ein bisschen was. Dann machen wir uns hier nochmal einen schönen Weg hin. Ich hoffe, dass das mal was wird. So, hier können wir auch übrigens einstellen. Ach, Harvesting. Prioritized Resource. Ich sag mal, wir machen mal Potatoes. Und Harvesten ist wichtiger. Okay. Hier können wir also auch die Prioritäten einstellen. Gut. Wie viel? Wir haben noch 2 ohne Job. Das ist in Anführungszeichen okay. Ich gehe mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Was wollen wir jetzt noch machen? Wir könnten eigentlich jetzt noch... was könnten wir jetzt noch bauen? Wir könnten jetzt einen Damm bauen. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Small Warehouse. Builder's Flag. Holding Post. Holders. Is this workers with a range carrying goods? Creatively. Ach so, okay. Holding. Das ist denn... Da können wir den Leuten helfen quasi. Ja, gut. Das, lassen wir erstmal. Ich glaube, ich baue hier aber noch... zum einen... Warte mal. Nee, Moment. Ich wollte hier was bauen. Ich wollte hier nämlich so ein Campfire noch bauen. Vielleicht bauen wir uns... Warte mal, wir bauen uns hier so ein Campfire hin. Oder wir bauen das da hin. Ich überlege nämlich gerade, dass wir uns vielleicht hier so das Dorf hinbauen, hier auf der Rückseite oder so. Dafür würde ich ganz gerne die Häuser haben. Ja, dann bauen wir uns sonst erstmal Häuser hin. Dass wir uns so ringsrum so ein bisschen... Dass wir uns das ein bisschen schick machen. Ich mache mal kurz Pause. Wie viel war das noch? Wie viel brauchten wir dafür? 3x3 war das, ne? In etwa? 3x3 Felder. 3x3 Felder. Ich hätte das ganz gerne so ein bisschen mittig. 1, 2, 3. Vielleicht hier so ein bisschen zentral, so ein bisschen, oder? Dann bauen wir es hier so ein bisschen zentral auf. Vielleicht hier so hin. Das sollte passen. Hoffe ich. So, und dann bauen wir uns noch ein paar Häuser hin. Mirrored. Ja, okay. Das ist nicht ganz so schön, aber... Ich würde gerne was zwischenbauen noch. So. Das ist so eine... Wir bauen das so hin. Ah, ja, okay. So können wir es natürlich auch bauen. Das ist auch okay. Gehe mich auch mit klar. Obwohl, dann passt es auf der Seite nicht mehr, ne? Ja, gut, okay. Das ist aber jetzt nicht, glaube ich, nicht so schlimm. So. Ich glaube, pro Haus gehen da, glaube ich, immer 2 Biber rein und ein Kind, glaube ich. Irgendwie sowas war das. So, da gibt es erstmal eine ganze Menge zum Bauen. So, einmal. Zweimal. Erstmal richtig schön lecker bauen. So. Geil. Zack. Wir haben jetzt mal ordentlich zu tun. Dann können wir erstmal ein paar Häuser bauen. Wie gesagt, ich weiß eben nicht, ob die Biber sich dann auch vermehren, wenn halt Häuser da sind. Ich kann es mir ganz gut vorstellen. Das würde Sinn machen. Aber ich weiß es eben auch nicht hundertprozentig. So, wir haben 30 Science-Punkte. 91 Bären. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal so ein... eine Barriere gebaut. Ja, gut, ich meine, hier hätte man natürlich auch die Barriere runternehmen können. Und dann hätte man hier noch Wasser gehabt, ne? Ist natürlich interessant. Ich weiß nicht, inwieweit, also man kann natürlich durch diese Barrieren anscheinend später hier noch Dinge tun.
Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Da ist noch jemand in Gange, okay. Haben wir eigentlich zum... Haben wir schon ein paar Bären definiert, die man einsammeln kann? Plant Trees. Ne, das müssen wir erst freischalten. Plant Blueberries. Müssten wir freischalten. Click a single tile to mark. Können wir aber, glaube ich, gar nicht freischalten, ne? You need to unlock Forester to plant. Achso, alles klar, Forester. Okay. Wir brauchen eben halt die Punkte. Ich will hoffen, dass die Kartoffeln... Achso, warte mal, Kartoffeln, wo ich es gerade sage. Wir brauchen nämlich noch einen Grill. Machen wir das hier hin? Ich baue das jetzt erstmal hier hin. So, ich lasse es mal auf 7. Ah, Essen geht nämlich so langsam runter. Da müssen wir echt gucken. Ich weiß nicht, wo sie sonst noch Essen herbekommen. Also anscheinend von den Bären logischerweise. Und wir warten jetzt noch darauf, dass die... Was? So, ah, ja, die Zufriedene ist auf Level 4. Mal gucken, wie das aussieht, wenn sie anfangen zu hungern. Huha. So, hier, Potato Seeds. 42%. Ne? Siehst du, das dauert schon eine ganze Weile. Also vielleicht hätten wir hier noch ein bisschen mehr... Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr pflanzen. Vielleicht noch ein paar Carrots zur Not. Ich werde noch mal ein paar Carrots machen. Ich weiß nicht, ob die... wie schnell die wachsen. Vielleicht ein bisschen fixer. Ich weiß es nicht. Also zumindest ein bisschen was zu futtern haben. Und ich weiß nicht, wie groß die Range ist. Achso, okay. Da können wir aber ordentlich. Ja, da können wir ordentlich. Ich werde noch mal ein paar Karotten noch mal pflanzen. Vielleicht eher hier hinten hin, wa? So. Ich weiß nicht, wie schnell die wachsen. 9%. Ja, wir können ja ein bisschen mischen. Ja? So, und haben wir halt ein bisschen mehr Futter. Ist ja auch egal, glaube ich. Ich glaube, das tut keinem weh. Hoffe ich. Ja, wir sind bei 52, 50, 48. Also wir sollten eigentlich schon ein bisschen früher anfangen mit der Farm. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück und das passt noch so einigermaßen. 48. Wir haben hier aber auch nicht so viele Möglichkeiten mehr. Ne? Hier ist auf der Ecke ist nie so viel. Hier hätten wir noch Holz. Hier oben ist noch ein bisschen was, aber dafür bräuchten wir wiederum so eine Rampe. Ich guck mal eben, ob wir... Ich schalte mal eben kurz rüber. Ob wir vielleicht... das hätte ich mich ganz gerne... 70 Punkte können wir freischalten. Ja, machen wir mal. Gut, schalten wir frei. Dann gucken wir nämlich hier oben. Dann können wir sonst nämlich hier nämlich auch noch die Bären einsacken. Die Bären einsacken. Können wir das auch hier einfach reinbauen? Nee, das geht schon mal nicht. Okay, dann bauen wir die hier halt rein. So, zack. Bauen wir hier rein. Dann brauchen wir natürlich noch einen Weg. Obwohl, den Weg sparen wir uns erstmal noch. Wie weit ist die Range von dem? Geht bis da. Okay. Da hinten nennen wir aber auch noch Bäume. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Was mir wichtiger wäre, wäre die Geschichte hier oben. Gather Flag. Warte mal. Gather Flag. Würde ich ganz gerne hier oben hinbauen. Zusätzlich. This construction site is too far from builders. Build more paths. Build a flag. Achso, alles klar. Okay. Dann machen wir das so. Da können wir natürlich auch direkt hier hinbauen. Ja, machen wir mal. Wir bauen das mal direkt durch. Ist ja nicht so, dass sie nicht genug zu tun hätten. 40 Futter haben wir noch. Schaut's hier aus. 66%. 78. Ja, man muss das schon ein bisschen gucken. Also, ich sag mal, sowas wie die Farm, das sollte man, glaube ich, schon mit am allerersten schon fast mitbauen. Mal abgesehen jetzt von den, von der Wasserpumpe, weil bevor das natürlich alles fertig gewachsen ist, ansonsten läuft hier nicht allzu viel. Ne? Da muss man also echt gucken. Muss man echt aufpassen. So, 11 Punkte haben wir. Naja, ich meine, für ein Angespielt soll das auch erstmal reichen. Ja, da können sie auch alle krepieren nachher. Naja, eigentlich nicht, aber. So,
Da ist alles 100%, das ist gut. Die sind noch fleißig am Werkeln, machen noch die Wege schön fertig. Ja, hier gibt es einiges zu tun hier, ne? Ja, ja. Noch 10 zu essen, ja, die hungern so langsam, ne? Also es wird langsam Zeit, dass wir die dass wir die Kartoffeln fertig kriegen. Happiness liegt bei 5. Ja, yeah, mal gucken. Wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Biber haben keinen Job. Warum haben nämlich die drei Biber keinen Job? Moment. Warum haben die drei Biber keinen Job? So, da können wir noch einen einstellen. Hier haben wir sowieso nur einen Gange. Gut, wir haben jetzt auch noch nicht so viel gebaut, muss ich sagen. So, da haben wir auch nur einen Platz frei. Hier brauchen wir kein Empty Storage. Müssen wir aber nicht leeren. Na gut, hier können wir gleich nochmal schon was machen. Wir brauchen hier auf jeden Fall, glaube ich, noch ein, zwei Leute, die die Kartoffeln braten. So. Auf jeden Fall haben wir auf der Farm jetzt zwei Biber. Wenn das dann so langsam losgeht, das müsste eigentlich gleich losgehen. Hier, das gucken wir uns, glaube ich, noch an. So, sehr schön. Und da, siehst du, okay, da haben wir auch schon einen. Wir haben jetzt noch einen Arbeitslosen. Ah, guck mal, die Kartoffeln kommen. Die Kartoffeln kommen. Die Kartoffeln kommen. So. Grilled Potatoes. Ah, guck mal, da geht das doch schon mal ab. Berries haben wir noch zwei. Gegrillte Kartoffeln. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das rettet uns so ein bisschen den Hintern, muss ich sagen. Das war wirklich knapp. Nothing. Nix zu futtern. Ja, wir sollten noch ein paar mehr Kartoffeln, glaube ich, anpflanzen. Das wird nicht reichen. Es sind zwar schon einige Kartoffeln. Weißt du was, wir werden auch noch mal ein paar Crops noch mal anpflanzen. Hier vielleicht noch ein paar Kartoffelfelder. Zack, mal richtig schön. Mal richtig schön anpflanzen hier. Wir haben ja genug zu tun. So. Ja, wenn die beiden nachher soweit durch sind, können wir nachher auch hier wieder auf Planten gehen. Ja, dass wir die auf, jetzt sind die momentan auf Harvesten und auf Potatoes. Dass wir es umstellen dann auf, ja, halt auf Pflanzen. Würde ich mal so sagen. Die futtern aber auch alles weg, ne? Meine Fresse, ey. Gut, dass wir gleich noch ein paar Karotten haben. Die Karotten, die futtern sie, glaube ich, so, ne? Na, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. ...21 Essen haben wir noch. Ja. Wie lange brauchen die jetzt eigentlich noch? 92. Okay, die sind auch gleich fertig. Sehr gut. So, aber ich glaube, wir haben es so langsam gefangen wieder, ne? Wir sind bei 37 Essen. Gegrillte Kartoffeln haben wir jetzt 45. Die haben auch satt zu tun, die beiden. Sehr schön. Das sollte erstmal reichen. Die Karotten werden auch gerade fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir das Ruder noch gerade so rumgerissen. Das ist, glaube ich, immer so eins meiner beliebtesten Fehler bei solchen Spielen. Dass ich es nachher früher oder später nicht gebacken bekomme, die ganze Kolonie auch wirklich zu ernähren. Und hier könnte man nachher zum Beispiel anfangen, wir sind jetzt bei 56 Science wieder. Construction lacks materials. Can get required. Haben wir keine doch irgendein Holz. Ach so, weißt du, da sind kommen Planken. Planken müssen dahin. Glaube ich. Karpen da, den müssen wir noch bauen. Wollen wir das den direkt daneben bauen? Ja, ne? Machen wir es direkt daneben so, zack. So, Carpenter. So, dann haben wir auch alle im Job, glaube ich. Ne, ein Biber hat keinen Job. Ah, es kann sein, dass einer nachgewachsen ist, sozusagen. Ja, erwachsen geworden ist. So, jetzt sind erstmal wieder Kartoffeln gepflanzt.
Hier werden Kartoffeln gepflanzt und wenn sie damit durch sind, machen sie, glaube ich, die Karotten fertig. Dann können nämlich dann auch schon die neuen Kartoffeln nämlich dann auch schon wieder wachsen. Naja, aber ihr seht im Grunde genommen in dem Spiel, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, wie man das von anderen kennt. Ich will das jetzt nicht abwerten, aber es ist natürlich eben halt so, dass was besonders halt interessant ist und was bei dem Spiel heraussticht, ist, dass man halt über mehrere Ebenen arbeiten kann. Das finde ich schon ganz nice, genauso wie hier. Ich glaube, dieses Dorfzentrum ist auch hier oben drauf gebaut. Das müsste so ein Storage sein hier. Ja, und da kann man natürlich dann über mehrere Ebenen bauen. Das ist natürlich schon ganz nice. So, jetzt gehen sie bei den Karotten bei. Sehr schön. Da haben sie auch mal satt und schmatzend zu tun hier. 17%. Sodass die Farmleute ordentlich im Saft stehen. Wir haben jetzt 103 Essen, das sieht gut aus. Wir haben jetzt 15 Beeren, wir haben 22 Karotten, 72 gegrillte Kartoffeln. Ja gut, das wird natürlich dann auch gleich wieder runtergehen, weil das dauert natürlich eine ganze Weile, bevor die Kartoffeln fertig sind. Aber zumindest sollten sie eigentlich nicht verhungern. Eigentlich. So, und wir sind Level 7. Your beavers are happier than ever. You have reached a new well-being high score. Genau. So, Biber haben keinen Job. Construction lacks, ja, okay. Building lacks materials, building lacks power. Oh. Ach, da brauchen wir Strom für. Das ist eine Sauerei. Okay, gut. Da brauchen wir ja Strom für. Wo war das hier? Power. Power Output. 50 Logs. Machen wir ein großes. Power Wheel. Eine Water Wheel. Produces power. Should be placed on a riverbank. The beaver operated the backup source of power. Workers 1. Okay. Müssten wir hier quasi bauen. Gucken, ob das so Sinn macht, wie ich hier das gerade setze. Ob das überhaupt geht. Sieht aber danach aus. Ach so, verstehe. Und dann... Oh, warte mal. Dann müssen wir das... Machen wir das mal anders. Wir bauen das wieder ab. Delete this building. Ja, ach so, das können wir einfach wegschmeißen. Okay. Weil dann würde ich das nämlich sonst hier hinbauen. Und dann die... Den Carpenter... Nämlich hier hinbauen. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Dry season approaching. Die trockene Jahreszeit. Ach so, okay. Dann werden wir in der Zeit... Werden wir in der Zeit wahrscheinlich dann kein Wasser kriegen, ne? Dann würde es vielleicht Sinn machen, wenn wir uns noch so einen Wassertank bauen. Habe ich so im Gefühl. Können wir die eigentlich priorisieren, die Dinger? Nein, können wir nicht. Schade. Approaching, dry season. Okay, da, wie gesagt, da macht das, glaube ich, Sinn, wenn wir uns das Wasser so ein bisschen aufsparen. Machen wir gleich drei? Komm, wir machen gleich drei. Was soll's. So, können wir nämlich dann gleich die Wasserreserve nochmal auffüllen. Ich weiß nicht, wie lange so eine Dry Season dauert. Das machen wir auch noch fertig. Tut mir leid. Ja, es ist halt so. Bei manchen Sachen ist es dann doch so, dass du immer ein bisschen länger spielst. So, okay. Hier haben wir jetzt theoretisch, hätten wir jetzt hier theoretisch Strom. Sehe ich das richtig? So, Science. Monuments Power. Straight Shaft. Achso, okay. Da ist der Anschluss offensichtlich. So, sollte das einfach so funktionieren? Geht das einfach so? Ich bin mal gespannt. Ob die da hinkommen. Building process. Waiting for materials. Can't get all locks. Aber weil wir keine Locks mehr haben, okay. Das ist natürlich nicht so schön. Haben wir hier noch irgendwelche. Haben vielleicht noch Bäume, ne? Können wir hier vielleicht noch. Warte mal. Die können wir nochmal definieren. So.
So, okay. Da kriegen wir so langsam Baumstämme und dann müsste es hier dann eigentlich gleich abgehen. Dann hätten wir hier theoretisch die Stromproduktion hierfür, schätze ich mal. Loks 01. Achso, weil hier noch gerade gebaut wird. Also, mal gucken. Wir haben gleich die Dry Season. Aber ich denke mal, das wird nicht so unbedingt reichen. Mit dem Wasser. Ich glaube, das wird nicht reichen. Das hält vielleicht gerade mal einen Tag und dann war's das. Irrigation Tower. Brauchen wir 200 Punkte für. Uses 2 water per hour. Workers 1. Large water tank. Ja, ich glaube, dass mit den Water Tanks, das wird ein bisschen schwierig werden. So, bauen sie jetzt gerade sehr gut. Bin mal gespannt, ob das gleich funktioniert. Da haben sie schon was gebaut. Ah, guck mal, jetzt läuft die Kiste. Ah, interessant. Sehr schön. Jetzt müssten wir eigentlich Planken bauen. Und jetzt bauen sie sicherlich auch das. Ja, alles klar. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das Ding gerade nicht funktioniert. Gut. Eine Sache machen wir noch. Science. Ne, Moment. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Was wollte ich denn? Landscaping. Ich wollte was mit bauen, wollte ich. Housing. Storage. Landscaping. Dumm, Levi, was ist das denn? Blocks water completely. Landscaping, das wollte ich, glaube ich. Plattform. Double Plattform. Freischalten. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hinten bauen. Guck mal, deswegen wollte ich das irgendwie so bauen. Zack, und dann müsste man jetzt eigentlich da drüber noch ein Haus bauen können. Mirrored. So. Ja, guck mal, siehst du? Können wir auf die Art und Weise nämlich da noch schön stufenweise Häuser bauen. Das wäre nämlich erstmal so die Idee dahinter gewesen. So richtig schön Apartment-Komplex hier. Ach guck mal, so lange geht die Dry Season. Ja, ein bisschen was haben wir noch da, aber... Alter Schwede, da passiert wirklich gar nichts hier. Das ist ja wirklich null komplett. Nichts zu essen, hier ist nichts. Alter Schwede. Ja, wir haben 161, vielleicht reicht das noch gerade so zu futtern. Die ist ja schon wieder halb um, die Dry Season. Gut, aber ich denke mal, auch an dieser Stelle soll das erstmal reichen für heute. Ich denke mal, ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Also ein bisschen hier Landscape-mäßig so. Das blendet immer wieder zurück, ist aber auch schade. Schade, dass es nicht so bleibt. Ja, so viel zu diesem schönen kleinen Spiel Timberborn. Also wie ich schon sagte, von der Aufbaustrategie hat man es, glaube ich, schon gesehen. Ne? Die Steuerung ist einigermaßen gleich, so die Ansätze sind gleich. Du musst halt die Leute ernähren, ausbilden, forschen und so weiter. Das ist, glaube ich, so dieses Übliche, was man bei solchen Spielen hat. Aber es macht trotzdem Spaß, wie ich finde. Und es ist ja auch eine Demo zu einem Spiel, was zum einen noch gar nicht erschienen ist und zum anderen sich ja noch weiterentwickelt. Also wird da noch eine ganze Menge kommen. Ich finde den Ansatz aber sehr interessant. So ein leckeres kleines Spiel für zwischendurch. Nicht zu kompliziert aufgebaut. Und eben halt auch mit so solchen Kleinigkeiten wie Strom und sowas, das ist schon ganz nett. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob das vielleicht so ein Titel ist, den ihr euch auch selber zulegen wollen würdet. Oder ob das eher nicht so euer Ding ist. Oder ob ihr sagt, ja gut, habe ich schon 1000 Mal gesehen, habe ich keinen Bock drauf. Ja, gibt es ja auch sowas. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns irgendwann vielleicht mal bei Timberborn, vielleicht bei einem kleinen Let's Play wieder. Oder bei einem kleinen Livestream, werden wir sehen. Oder bei einem neuen Angezockt. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.